Herzlich willkommen zum Tanz der Wirbelsäule. Vorbereitung. Bevor du mit dem Üben beginnst, achte darauf, dass du für eine Dreiviertelstunde ungestört sein kannst. Schalte Telefon, Handy, Türglocke und so weiter ab. Suche dir einen angenehmen Platz, den du in der weiteren Folge für das regelmäßige Üben beibehältst. Gestalte dein Üben mit Achtsamkeit und einer wohlwollenden Haltung zu dir selbst. So kann eine interessante Forschungsreise in dein Inneres beginnen. Neue Erfahrungsräume öffnen sich auf der körperlichen, emotionalen, mentalen und spirituellen Ebene. Im Besonderen wirkt der Zyklus Tanz der Wirbelsäule zur Mobilisierung der Lebensachse der Wirbelsäule. Vom aufrechten Stand ausgehend werden die einzelnen Bewegungen der Wirbelsäule ausgeführt. Seitbeuge, Rückbeuge, Vorwärtsbeuge und Drehung. Dieses Karana, so nennt man eine Abfolge von aneinandergereihten Übungen, eignet sich wunderbar in der Früh, um den Tag aktiv und wach zu beginnen, sowie als Vorbereitung für die weitere Yoga-Praxis. Am Abend erinnert uns der Tanz der Wirbelsäule daran, den Kontakt zu unserem Rücken aufzunehmen und ihm liebevolle Aufmerksamkeit und Zuwendung zu schenken. Gutes Gelingen und ein freudvolles Üben wünscht euch Christa. Die Übungen im Einzelnen mit Varianten. Je nach Tagesverfassung wähle für das weitere Üben eine einfache oder intensivere Variante. Ich beginne mit den Seitbeugen. Einfache Variante. Nimm einen aufgerichteten und stabilen Stand ein, so dass du das Gefühl hast, im Lot zu sein. Gib dem Körper Zeit, sich auszurichten. Lenke jetzt die Aufmerksamkeit zu dem linken Arm. Führe ihn mit dem nächsten Einatmen über die Seite nach oben. Lass die Fingerspitzen zur Decke streben und behalte die Länge bei, wenn du mit dem nächsten Ausatmen in die Seitbeuge nach rechts kommst.
Achte darauf, dass die Außenkante des linken Fußes gut mit der Unterlage in Kontakt ist und forme so einen Bogen vom linken Fuß über den Flankenbereich bis zu den linken Fingerspitzen. Die rechte Schulter bleibt dabei locker. Nächster Einatmen. Bringe den linken Arm wieder in die senkrechte und lass ihn ausatmend langsam über die Seite in die Ausgangsposition sinken. In der gleichen Weise über die andere Seite. Einatmend, führe den rechten Arm nach oben. Lass die Fingerspitzen zur Decke streben und gehe mit dem Ausatmen in die Seitbeuge nach links. Die linke Schulter bleibt dabei locker und nimm wieder den Bogen, jetzt vom rechten Fuß bis zu den rechten Fingerspitzen wahr. Mit dem nächsten Einatmen kehre wieder zur Mitte zurück und ausatmend komme in die Ausgangsposition. Variante mit beiden Armen. Nimm einen aufgerichteten und stabilen Stand ein. Führe mit dem nächsten Einatmen beide Arme über die Seite nach oben und ausatmend neige dich zur rechten Seite. Dabei lass die Schultern entspannt sein. Gegebenenfalls können die Ellbogen entsprechend gebeugt werden. Einatmend komme wieder zur Mitte, beide Arme zur Decke strebend. Ausatmend neige dich in die Seitbeuge nach links. Einatmend kehre wieder zur Mitte und mit dem nächsten Ausatmen führe beide Arme über die Seite in die Ausgangsposition. Intensiveres Üben mit überkreuzten Armen. Die gleiche Übung wie vorangegangen, jedoch mit überkreuzten Armen und aneinandergelegten Handflächen. Diese Übung sieht so aus.
Rückbeuge. Einfache Variante. Nimm einen aufgerichteten und stabilen Stand ein, so dass du das Gefühl hast, im Lot zu sein. Bring die Aufmerksamkeit zu den Armen und Händen. Führe mit dem nächsten Einatmen beide Arme über die Seite nach oben und weiter in eine leichte Rückbeuge. Dabei achte darauf, dass die Schultern locker sein können. Gegebenenfalls beuge die Ellbogen etwas an und achte darauf, dass der Nacken ohne Falten bleibt. Lass die Bauchmuskel etwas aktiv werden, so dass du in die Rückbeuge findest, ohne in das Hohlkreuz zu sinken. Mit einem Ausatmen überkreuze die Arme, neige den Kopf Richtung Brustbein und lege die Hände sanft auf die Schultern. Einatmend komm wieder in eine leichte Rückbeuge und ausatmend wechsle jetzt die Überkreuzung der Arme. Neige den Kopf etwas nach vorne und leg die Hände wieder sanft auf deine Schultern. Mit dem nächsten Einatmen richte den Oberkörper auf und ausatmend führe beide Arme über die Seite in die Ausgangsposition. Variante mit verschränkten Fingern am Hinterkopf. Dabei wechsle jedes Mal in der Rückbeuge die Verschränkung der Finger. Das heißt, einmal ist der rechte Daumen vorne, dann der linke Daumen. Das sieht so aus. Intensiveres Üben mit verschränkten Fingern und gestreckten bzw. leicht gebeugten Armen. Wechsle auch hier wieder die Verschränkung der Finger. Diese Übung sieht so aus.
Drehung in der Pharaonenhaltung mit fixiertem Becken. Nimm einen aufgerichteten und stabilen Stand ein. Spüre dich ausgerichtet im Lot. Bring jetzt die Aufmerksamkeit zu beiden Armen und Händen und führe sie über die Seite nach oben. Lass beide Arme in die Pharaonenhaltung bzw. U-Haltung sinken und achte dabei, dass die Schultern locker sein können. Gegebenenfalls führe die gebeugten Arme etwas nach vorne, bis sich der Schulterbereich entspannt anfühlt. Jetzt fixiere das Becken, hebe die rechte Ferse, so bleibt das Becken leichter fixiert. Und beginne mit dem nächsten Ausatmen eine Drehung nach rechts. Mit dem nächsten Einatmen komme wieder zur Mitte, stell die rechte Ferse ab. Beginn jetzt die linke Ferse zu heben und mit fixiertem Becken drehe dich nach links. Einatmend komme wieder zur Mitte, stell die Ferse ab und mit dem nächsten Ausatmen führe beide Arme über die Seite in die Ausgangsposition. Halbe Vorbeuge mit unterschiedlichen Armpositionen. Du findest wieder einen aufgerichteten und stabilen